Guten Tag. Ich fange jedes Video gleich an, deshalb dieses Mal mal anders. Ich stehe hier mit Basti. Moin. Tag. Willst du anmoderieren? Wir haben im letzten Video den Audi lackiert. Genau. Und wir haben ihn ja immer nur so von einem Meter Abstand gesehen, weil nicht viel Platz, ne? Nicht so viel Platz in der Kabine. Und jetzt sehen wir ihn ganz. Wir sehen ihn ganz, ihr nicht. Ich würde sagen, es gibt erstmal das Intro und dann seht ihr gleich mal das Auto hier. So, herzlich willkommen zurück. Freunde, ich stehe hier, ich bin sowas von geflasht, das haut mich komplett weg, das Design. Die Felgen liegen hier, die Spiegel stehen hier, ich kann es kaum erwarten, dass die ganze Kiste zusammengebaut ist. Aber wir werden ihn trotzdem jetzt nicht so lassen. Ich zeige ihn jetzt einmal, komm, ich zeige euch den jetzt einmal, dass ihr mal überhaupt mitreden könnt. Ja, definitiv ein völlig anderes Auto. Wir haben ja jetzt die Streifen geklebt, viele Schichten übereinander. Ich habe dem auch gut Klarlack gegeben. Also wir sind schon ein bisschen aufgeschwemmt, habe hier die Kanten. Aber es ist halt, man fühlt es halt noch. Und wir wollen ja nicht, dass das jetzt noch jemand glaubt, da ist Folie drauf, sondern man soll auch schon sehen, dass der lackiert ist. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, wirklich zu sagen, wenn wir jetzt schon so viel Zeit investiert haben, wo wir jetzt schon so weit sind, er ist ja noch abgeklebt, wir schleifen ihn jetzt nochmal durch, wir schleifen ihn einmal plan und dann kriegt er nämlich nochmal zwei Schichten Klarlack. Basti grinst schon. Ich kann das glänzen. Ja, der muss richtig glänzen. Ah, mega. Ja, also können wir nochmal die ganze Kiste mal schnell durchschleifen. Man sieht halt auch, dass viel Dreckpickel, also Staubeinschlüsse drin sind, weil wir da jetzt echt stundenlang abgeklebt haben und wir haben ihn zwar noch mal zwischendurch entstaubt, aber ja, das ist jetzt der frische Lack, ne? Schleifklotz 600, bisschen viel, ne? Weil dann kriegen wir die Kante hier hundertprozentig glatt. So, es ist geschafft, wir haben alles schön glatt geschliffen, hier die Übergangsbereiche fühlt man so gut wie gar nicht mehr, nur stellenweise, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht durchschleift. Ja, und jetzt gibt es nochmal erneute zwei Schichten Klarlack, das heißt insgesamt haben wir nachher vier Schichten Klarlack auf dem Auto, das wird einen richtig schönen tiefen Glanz geben, ich bin gespannt. Ta-ta-ta, es ist wieder Schrauberzeit, Samstag. Matze ist am Start, moin, hier, moin. Damit ihr mich auch erkennt, ne? Schrauber-Matze. Schrauber-Matze ist da. So, Matze, was sagst du jetzt, wo der Wagen hier in der Halle steht? Exzellent, den würde der Italiener sagen. Ne? Popo-glatt, Baby-Popo-glatt, muss ich sagen. Super schick, gefällt mir sehr gut. Wenn man sich nach dem Ist-Zustand angeguckt hatte damals, oder wie er war, völlig verrostet. Viele Dellen, ne? Lack sehr verwittert und jetzt aalglatt, wunderbar, top. Ich will ihn wieder haben. Zu spät. Es gibt den Videobeweis, dass du ihn mir geschenkt hast. Das kam mir auch von Herzen. Ich gönne es dir von ganzem Herzen. Also ich könnte, wenn ich mich den ganzen Tag so angucke, ich könnte mir von Ohrläppchen zu Ohrläppchen grinsen, weil ich mich einfach so dermaßen freue. Der sieht aber auch richtig schick aus. Ja. Gefällt mir sehr gut. Und wenn jetzt noch die Reifen oder die Felgen drauf kommen mit den neuen Reifen. Neuauflage. So, auf jeden Fall, was wollen wir heute machen? Ich muss ein bisschen Polierarbeit machen. Die Bremssättel. Sieht nicht so schick aus. Nee, wenn da die neuen Felgen drauf kommen. Ja, die machen wir natürlich auch super, ne? Ja, das heißt, polieren, zusammenbauen, Grill rein, Klebeband ab. Bisschen Spiegel. Endarbeiten, Spiegel müssen dran, die sehen auch geil aus in Rot, da bin ich gespannt, wie das aussieht am Auto. Schick, schick. Geht los. Jetzt so, nicht nur, dass Matze mir den Wagen geschenkt hat, jetzt hilft er mir auch noch, den schick zu machen, ne? Ja. Guck mal, hier die Bremssäle.
Ja, ich würde sagen, noch mit Patina, ja, aber demnächst schick. Ja, aber die Bremsscheiben sind echt noch die gut, ne? Gut, die, ne? Haben nicht mal einen leichten Grad, gar nichts. Gar nichts. Das heißt, jetzt Drahtbürstenaufsatz und einmal. Und? Genau, die Schutzbrille. Die Schutzbrille. Andersrum. Okay. Also so rum? Yes. Genau. So, die sehen ja aus wie neu, du. Meine Güte. Man kann immer das große Fass aufmachen, das kleine Fass. Ich werde die jetzt nicht ausbauen, komplett zerlegen, lackieren, sondern wir werden die jetzt am Fahrzeug. Genau, am Fahrzeug. Bisschen grob abkleben, bisschen Säureprimer und dann mit dem Pinsel rot machen. Habe ich bei meinem anderen Audi auch gemacht. Das reicht mir vollkommen aus. Auch richtig schön mit Silikonentferner reinigen. Während der Washprimer trocknet, macht man hier die Klammern noch schön. Schön wieder sauber, ne? Man kann ja alles recyceln. Aus alt nach neu. Aus alt nach neu, genau. So, jetzt habe ich mal im Schrank gewühlt. Guck mal, ich habe hier noch P3G Flashrot von VW. Das passt super zu dem Rot. Das ist zwei Komponenten Unilack. Nehme ich immer für Bremssäle, funktioniert super. Da braucht man nicht extrem viel Geld für vermeintlich hitzebeständigen Lack bezahlen, weil der ist auch hitzebeständig. Den werden wir jetzt anrühren mit kurzen Herdern und dann kann sich Max mit dem Pinsel bewaffnen. Und dann geht's los. So, Matze, ich starte dich aus. Hier ist die fertig angerührte Farbe. Hier sind Tücher für eventuelle Schmierereien. Ist jetzt nicht so, dass mir das irgendwie geläufig ist. Und Handschuhe, auch wichtig. Ach ja, genau. Feuerfeste Unterwäsche hast du an. Ja, das habe ich an, ja. Sehr gut, dann kann ja eigentlich nichts mehr schieben. Und so einen tollen Pinsel mit Rosshaar. Genau, Rosshaar-Pinsel. Hörst du das? Der Wortbeblick, der Hex. So, also jetzt einmal dünn vorpinseln. Ungefähr 10 Minuten ablüften lassen, dass der ein bisschen klebig wird. Und dann kann man, die Dickpfoten sind zu dick, der Handschuh ist geplatzt. Wir haben auch noch die guten von 4CR, ich hole hier mal von 4CR okay, welche. Und genau, einmal dünn vorweg pinseln, 10 Minuten warten und dann deckend überstreichen. Das sieht wirklich, ich bin immer überrascht, wie gut das aussieht. Mal sehen. Das ist auch dünner Plüttenkram hier, dann nimmst du mal vernünftige von 4CR. Dankeschön. Bitteschön. Und was sagst du? Top. Gefühlsecht. Gefühlsecht. Mit Noppen. Muss ich dir noch ein T-Shirt machen lassen? Nicht Schraubermatze, sondern Malermatze. Ja. Ein Matze für alle Fälle. Wird was. Nicht, dass meine Frau das sieht, da muss ich noch was. Die Füße lackieren. Oder die Zehen, ne? Ich muss das bei meiner Frau. So, erster Anstrich ist drauf. Jetzt sieht man hier, dass er auch noch ein bisschen schwarz durchschimmert. Deshalb jetzt noch mal einen Moment warten, noch einmal rübergehen. So, zweiter Anstrich ist drauf. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Werk? Ich bin sehr zufrieden, sieht sehr schick aus, ne? Finde ich auch. Ja, gut, schönes Rot. Gut gemacht. Schreit schön. Ja. So, jetzt haben wir einmal den Heizstrahler vorgestellt, weil wir wollen natürlich die Räder auch zeitnah aufbauen. Aber bevor ich diese weißen Felgen aufbaue, kriegen die von mir nochmal eine Keramikversiegelung, dass man die wenigstens einigermaßen gut reinigen kann. Vor allem bei dem Wetter momentan. So, Matze, Stunde der Wahrheit. Jetzt kommen die Räder endlich drauf. Ich bin echt gespannt, wie das wirkt. Ich auf jeden Fall auch. Und am letzten Video hatte ich ein paar Kommentare gesehen, wo wir die Felgen lackiert haben. Dann haben gesagt, oh, Allwetterreifen sind doch ab 2024 nicht mehr erlaubt. Im Prinzip schon, aber eigentlich auch nein, weil es gibt neue Richtlinien ab Oktober 2024. Und zwar muss dann ein Allwetterreifen das sogenannte Alpin-Symbol enthalten. Das ist hier so ein Berg mit einer Schneeflocke drin. Dann darf man die auch, diese Allwetterreifen auch fahren, auch bei schwierigen Witterungsverhältnissen, bei Schnee und Eis. Da habe ich natürlich drauf geachtet und habe mir
Reifen mit Alpin-Symbol geholt. Und während Matze die Räder draufgezogen hat, habe ich hier schon mal fleißig poliert. Oh, und da sieht man, das wird langsam. Es wird langsam. So, jetzt müssen wir ein bisschen weiter zusammenbauen. Die Rücklichter sind heil, aber komplett stumpf. Na, da müssen wir die ein bisschen aufpolieren. Wir haben extra einen Halter für die Rücklichter besorgt. Ja. Bitte sehr, Matze. Und ja, da kann man ganz normale Schleifpaste zum Autos polieren benutzen. Und damit kriegt man die wieder richtig schön. Oh, dann einmal das Vorher-Nachher-Ergebnis. Vorher, nachher. Das sieht man. Sieht gut aus. So, unsere Rettung auf den Sonntag kommt. Moin, ja, na, Autosaftig, die besten Kennzeichenhalter der Welt. Ja, gibt's auch im Shop. Ja. Schönere gibt's nicht. Ja, und die sind auch super. Ja, dann haben wir was Schönes zum Anbauen hier. Der muss ja dann auch viel neu. Ne? So, guck mal. Angemeldet, die ist schon angemeldet. Ja. Kann direkt losgehen. In Wald. Zack. So, hier unten kommen ja noch die Leisten ran. Wie hier? Die hat Matze nochmal nagelneu besorgt. Hatte er schon nagelneu besorgt? Dann sieht das auch frisch aus. Während Matze die Leisten anbaut, bin ich schon mal dabei, reiß hier das Papier ab, mach schon mal ein bisschen sauber. Wir haben jetzt Viertel nach vier Sonntag, es wird langsam dunkel. Ich habe den ganzen Tag poliert, 6 Stunden habe ich jetzt nur poliert. Sieht immer noch schmierig aus, weil da noch Politur drauf ist. Aber ich reiße jetzt erstmal alles ab, puste alles ab, dann wische ich ihn ab. Über die Polierarbeit habe ich euch ja jetzt nicht viel gezeigt, weil ich gesagt habe, zum Polieren, das ist ein so umfangreiches Thema. Da gibt es auf jeden Fall nochmal eine Tutorial-Reihe, ob das nun einfache Aufbereitung ist, ob das Lackfinish ist. Da gibt es so viel zuzusagen, dass wir da wirklich nochmal separat Videos zu machen und ja, erstmal alles abreißen, sauber machen. Wieder ein anstrengender Tag. Nochmal vielen Dank, Matze, für deine tatkräftige Unterstützung und alles. Gerne. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen, weil alleine davor zu stehen ist nicht so einfach. Ist schon eine Menge Arbeit. Ja, ist eine Menge Arbeit und ja, da freue ich mich, dass ich einen Freund wie dich habe, der mir da hilft. Was sagst du zu den Spiegeln, Matze? Gefällt mir sehr gut. Ja. Ne? Mal ein bisschen was Gewagtes. Ja, rote Spiegel. Ich finde es auch geil. Warnt natürlich auch den anderen Autofahrer. Achtung! Genau, hier kommt ein Sportfahrer. Ja, auf jeden Fall. Also mir gefällt das jetzt auch schon mega gut. Ich wollte eigentlich das Video auch mit so einem richtig krassen Carporn beenden. Wir haben jetzt ja noch mal ein bisschen rüber gefilmt, dass man mal den Stand heute sieht. Lack ist so gut wie fertig. Ich werde ihn jetzt noch mal 2 bis 4 Wochen schön durchtrocknen lassen. Und dann wird er noch mal fein nachpoliert und kriegt noch mal eine Keramikversiegelung. Weil jetzt habe ich so viel Arbeit ins Finish gesteckt, jetzt will ich das auch schick haben. Ne? Dafür, dass er ursprünglich mit der Sprühdose lackiert werden sollte. Ne? Aber, Freunde, was sagt ihr? Also mir fehlt, auch wo er jetzt zusammengebaut ist, am Anfang war ja das Papier noch drauf. Da hat man sich wirklich nur auf den Lack konzentriert. Jetzt ist er zusammengebaut.
Der Wagen ist ja eigentlich so gut wie original. Da ist ja jetzt nicht viel verändert. Da sind jetzt die Felgen drauf und der Lack. Da sieht man schon mal, was das ausmacht, ne, an Look. Aber ich finde, für eine Rallye-Optik fehlt noch ein bisschen was. Und da könnt ihr ja auch mal in den Kommentaren schreiben, was ihr meint, was fehlt. Weil ich zum Beispiel, was ich auf dem Auto halt sehen würde, wären hier vorne ganz klassischer Rallye-Look, diese zwei runden Hela-Scheinwerfer oder Heller-Scheinwerfer. Ja. Und ja, ein bisschen Werbung muss noch drauf. Ich wollte gerne auf die Seitenscheiben hier Lackflow drauf haben, Heckscheibe Lackflow drauf. Und ja, ein bisschen im Motorraum müssen wir auch noch ein bisschen was schick machen. Querlenker müssen wir noch machen. Ja. Der soll TÜV kriegen ja noch. Also der hat noch, ja, gerade abgelaufen, aber man darf noch fahren. Ja, so ein bisschen Feintuning würde ich sagen. Da könnt ihr aber gerne mal wirklich in die Kommentare schreiben, was würdet ihr gerne noch sehen, was fehlt euch noch. Wie gesagt, meines Erachtens für die Rallye-Optik heller Scheinwerfer, ein bisschen Dings, hier ein bisschen Werbung. Ja. Aber vielleicht fällt mir auch irgendwas nicht ein, deshalb hier Kommentare. Freunde, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Nochmal an Matze, vielen Dank. Jetzt, ja, wie immer, lasst ein Like da. Wer will, kann hier auch super Like. Kanalmitgliedschaft, volles Programm, Glocke. Genau. Und ja. So, ich höre jetzt auf zu sammeln. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.